Die Frauen am virtuellen Brunnen im April 2024. Haben wir einen freien Willen oder vielleicht doch nicht? Das wollen wir heute mal ein bisschen ergründen. Und zuerst wie immer ein kurzes Check-in. Wo seid ihr? Wie geht's euch? Und ja, ich fange mit Ramona an, die sitzt bei mir oben links in der Ecke. Bei mir sitze ich in der Mitte. Ja, mir geht's gut. Bin sozusagen wie fast jeden Abend dann schon wieder sozusagen Knülle so vom Tag. Aber ansonsten, ja, ist fein. Also freue mich jetzt mal wieder auf die Runde. Dann gebe ich weiter an die Erika. Ja, danke, Ramona. Genau. Bei mir ist gerade meine Schwester da. Meine jüngste Schwester, die ist 13 Jahre jünger als ich. Und es ist ganz interessant, vor allem auch für sie, weil ich bin von zu Hause ausgezogen, da war sie 5. Das heißt, dass ich ja über ihre Biografie jetzt ja schon irgendwie seit sie Kinder hat und verheiratet ist und so was gewusst habe, aber nicht so ihre ganze Pubertät und bis sie so 20, 21 war. Und da haben wir uns jetzt schön austauschen können. Ich habe ihr auch viel erzählen können, jetzt was ich so weiß, von meinen Eltern, von meiner Oma. Also das sind wirklich verschiedene Welten. Genau. Und wir sind ja viele Geschwister und mein Bruder und ich, die Ältesten, und Ja. wir sind dann immer, wo wir dann nach Hause gekommen sind, jeder unserer kleinen Geschwister hat es anders empfunden. Eine sagt, es war immer nur Streit. Eine sagt, es war immer total interessant und total schön, wenn wir nach Hause gekommen sind, also von München beim Studium. Und die andere sagt, das kann sie sich so gar nicht mehr so großartig irgendwie erinnern. Also total, jeder ein völlig anderes Bild. Und ja, das ist total schön. Und jetzt hat sie sich auch hingelegt. Das ist für uns beide auch sehr anstrengend, gerade für sie auch. Und genau. Genau, freier Wille muss ich jetzt erstmal, da muss ich mir jetzt das erstmal ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Genau. Birgitta, magst du weitermachen? Haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Ja, einmal habe ich es zu Ostern habe ich es verpasst. Da war einfach so viel los und ich war sehr dankbar, dass mich die Adelheid erinnert hat, weil jetzt kann ich teilnehmen. Ich begrüße euch alle sehr herzlich. Ich muss dann sagen, dass ich um 9 Uhr Punkt einfach weg bin. Das hat nichts mit euch zu tun, sondern ich muss um 9 Uhr 11 einen Zug erwischen. Also da mache ich dann einfach zack, bumm, bin ich weg und verabschiede mich jetzt schon im Voraus, bevor ich überhaupt einchecke. Und eincheckmäßig, ja, ich bin am Sprung in eine Woche sozusagen Ferien, weil der Josef, mein Mann, der ist auf Reha in St. Veit im Gebirge, 3 Wochen lang, und eine Woche lang gehe ich jetzt auch hin und mache dort Ferien. Und morgen habe ich noch einen Tag mit Enkelkindern und am Sonntag fahre ich los, habe schon alles gepackt und so und werde mich jetzt trotzdem einstellen auf den freien Willen. Mein Thema ist derzeit eigentlich, aber ich bin noch nicht so viel dazugekommen, der Omri Böhm mit seinem radikalen Universalismus, aber über den kann ich überhaupt noch nicht reden, weil das gerade erst anfängt, die Auseinandersetzung. Und darum bin ich gerne dabei beim freien Willen und gehe weiter an die Annalisa. Ich habe heute ein bisschen einen komischen Tag mit Kopfschmerzen, mal stärker, mal schwächer. Ist wahrscheinlich so das Kontrastprogramm zu gestern. Das kenne ich schon. Wenn es mir mal einen Tag richtig, richtig, richtig gut geht, dann mache ich meistens am nächsten Tag dann das Gegenteil. Ich habe es noch nicht lösen können, aber ich übe mich in Geduld und in Zuversicht und dann wird das schon. Und dann gebe ich mal weiter an die Anna. Ja, gerne. Ich komme frisch aus Eichstätt.
gerade eben erst vor einer Viertelstunde zurückgekommen und konnte eben das zweite Mal schon nicht zum Contact-Tanzen gehen, was ich wirklich bedauere. Wir haben da eine 7er-Frauengruppe den 80. Geburtstag, das war ein Geschenk an die Ursel zum 80. Geburtstag und es war einfach total schön und reich. Also zwei wirklich schöne Tage. Aber mich beschäftigt seit ungefähr 3, 4 Wochen wieder der freie Wille, den ich 10 Jahre lang ruhen habe lassen. Also der unfreie Wille eigentlich, weil eben also vom Human Design her der Übermittler, dessen zwei auch Hauptaussagen waren: No choice, love yourself. Und das habe ich ganz lange, also ich habe gerungen, ganz viele Jahre, und aber da sage ich nachher noch was dazu. Und jetzt ist es durch ein Gespräch mit meinem Bruder, bin ich plötzlich wieder drauf gekommen. Ich habe es wirklich 10 Jahre lang ruhen lassen, weil das nur so eine schwierige Frage ist. Genau, aber auch die Frage, was bringt mir das, wenn ich sozusagen Bescheid weiß oder ja. Da sage ich nachher noch ein paar Sachen dazu. Aber merke vielleicht nur eins, ich mag mich selber nicht unter Leistungsdruck bringen, weil das ist so ein komplexes Thema und ich habe jetzt gerade erst wieder begonnen, neu mich mit dem Thema zu beschäftigen und mag entspannt wirklich mich austauschen. Ich gebe weiter an die Marie-Rose. Hallo. Ich habe auch einen Enkelinnentag gehabt und einen Einkaufstag und dann noch eine Sofa-Session. Und ja, jetzt habe ich im letzten Moment daran gedacht, dass ich ja heute hier sein wollte bei euch und freue mich, dass ich euch sehen kann. Und ja, was den freien Willen anbetrifft oder einen freien Willen, habe ich ein sehr zwiespältiges Verhältnis, weil irgendwie, ja, man hat so den Eindruck, man könnte auch was entscheiden in dieser Welt. Aber letztendlich, ich weiß nicht, so richtig viel entscheiden können wir kleine Menschen in dem Zustand, in dem wir derzeit sind, irgendwo doch nicht. Das sind doch alles irgendwo. Ja, ich konnte entscheiden, wie ich mir mein Haus möbliere und so, ne? Aber ich konnte nicht entscheiden, ob ich einen Tumor habe oder nicht. Also es gibt einfach, es gibt einfach viel, viel Unterschiedliches, wo man meint, man kann entscheiden und ja, soweit erstmal. Dann wollen wir mal sehen, wo wir hinkommen mit unserem freien Willen in Ja. dieser Sitzung. Ja, nachdem das, Anna, dein Thema war, kannst du mal soweit noch was sagen, was du meinst, dazu sagen zu wollen? Und dann gucken wir mal, wo wir da reinkommen können mit Vorschlägen oder Ideen oder Meinungen oder was auch immer. Ich glaube, die Ramona ist noch nicht eingecheckt, oder? Täusche ich Doch, mich? doch, zu Beginn. Doch. Oh, dann habe ich gepennt. Entschuldigung. Wie Und gesagt, Ramona? ohne Leistungsanspruch, diese Aussage vom Rauruhu, no choice, love yourself. Und dann eben ich gerungen, es gibt keinen freien Willen, eben no choice, du hast keine Wahl. Wir sind nicht der Fahrer unseres Fahrzeugs, sondern wir werden sozusagen, wir sind auf einer bestimmten Flugbahn. Das geht dann schon in Richtung Determinismus. Und dann habe ich gehört, ich glaube dann sogar über einen Veit, dass in den Veden angeblich gibt es drei, also irgendwo eine Aussage, es gibt drei Dinge, über die soll man sich besser nicht den Kopf zerbrechen. Und einer davon ist das Thema freier Wille oder kein freier Wille. Also das Thema ist schon ganz, ganz, ganz alt. Und jetzt sozusagen ist wieder neu aufgetaucht, einfach durch die, ich kenne auch Gerhard, nicht, wie heißt nicht Gerhard Roth, sondern aber der Roth, dieser Neurowissenschaftler und Philosoph, also der ganz klar sagt, wir haben keinen freien Willen. Und aber es geht noch viel weiter zurück. Der klassische ist der Arthur Schopenhauer, der eben gesagt, wir können zwar umsetzen, was wir wollen, wobei das sogar noch zu hinterfragen ist, was wir umsetzen können. Aber wir können nicht wollen, was wir wollen. Also das ist sozusagen die grundlegende Aussage vom Arthur Schopenhauer. Und jetzt bin ich halt auf jemand wiedergestoßen, dessen Namen ich schon kannte. Ein bärtiger Mann, also dieser Dan Dennett, der nimmt die genaue, die Gegenposition ein. Wir haben irgendwo einen freien Willen. Und der
Robert Sapolsky heißt es, das ist auch so ein Biologe und Neurowissenschaftler aus der Stanford University, der sagt wirklich, wir haben keinen freien Willen, wir sind letztendlich ausgesetzt unserer Biologie, wir sind die Summe all unserer biologischen Vorgänge in unserem Körper und sind nicht getrennt von unserem Körper. Genau, und sowieso, der Körper interagiert mit der Umwelt und über die Umwelt haben wir auch keine Kontrolle. Genau, und alles Verhalten hat halt in diesem Universum Ursache und Wirkung, und wieso sollten wir davon frei sein und uns plötzlich denken können, wir haben eine Illusion eines freien Willens. Ich glaube, bis dahin habe ich jetzt schon eine Menge hineingeworfen, oder? Hast du. Was ich mich jetzt frage, was verstehen wir denn unter freiem Willen? Denn natürlich, ich habe einen freien Willen, ein Sofa rot oder blau zu machen, ja? Da habe ich schon einen freien Willen. Oder ob ich überhaupt ein Sofa im Haus haben will oder nicht. Ich habe das Gefühl, es sind verschiedene Ebenen von Willen, von denen wir hier sprechen. Ne? Und das sollten wir vielleicht mal ein bisschen behandeln oder begucken, worüber wir eigentlich sprechen, wenn wir freie Wille sagen. Heißt es, dass du also völlig was ganz was Neues irgendwie dir erfindest und das durchsetzt? Oder heißt das einfach nur, dass du, wenn du was willst, das auch machen kannst? Oder du kannst nicht wollen, was du willst? Das ist ja dann nochmal wieder eine andere Ebene, nicht? Insofern, ich denke, viele von uns denken schon, dass wir einen freien Willen haben, eben zum Beispiel entscheiden, ich lebe jetzt in Italien und du lebst in Deutschland und du lebst in Luxemburg und du lebst in Ungarn und so. Das können wir ja schon entscheiden, nicht? Da haben wir schon relativ einen freien Willen. Nicht alle vielleicht, manche kommen ins Gefängnis und haben oder in irgendein Lager und haben keinen Einfluss drauf, aber so im Allgemeinen haben wir darauf einen Einfluss. So, was ist freier Wille? Ja, man kann sich schon fragen, wer entscheidet da? Wer hat da? Wer entscheidet, wenn du entscheidest, dass du in Italien? Wer ist es denn, der das entscheidet? Das ist ja schon wieder die andere eben. Ebene, ne? Ja, eben, aber das hängt ja damit zusammen. Ja, und wir wollen doch wohl alle Ebenen ein bisschen mal gucken oder hin und her switchen. Genau, von welcher sprichst du jetzt? Ja, von dieser absoluten letztendlich. Wer ist es, der entscheidet, dass ich hier wohne und in diesem Haus und mit diesem Garten? Inwieweit, von was allem bin ich beeinflusst? Gut, ich sitze in diesem Körper, ich habe diesen Kopf, der da denkt, ja, ich will hier wohnen, also habe ich mich hierher aufgemacht. Aber ja, wer hat diesen Kopf gemacht? Das habe ich nicht entschieden. Ja, ich denke mir auch, dass das auch davon abhängt, von welchem Konzept man ausgeht. So in der Seelenlehre, so wie ich das verstanden habe, heißt es ja, dass du, bevor du neu inkarnierst, dass du ja die Umstände, die Familie und X und Y aussuchst und dir auch deine Lebensaufgabe oder die Dinge, die du in dieser Inkarnation lernen möchtest und. Und die Verfechter jetzt so von dieser Richtung her, die sagen, naja, letztendlich, also mein Masseur oder bei dem ich jetzt in Behandlung bin, das ist so jemand, der sagt, naja, du hast alles selber entschieden. So quasi, deine Krankheiten, da, ist für mich eigentlich auch unbefriedigend. Aber ja, weil das ist, und trotzdem ist mein Konzept auch schon ein bisschen in diese Seelenrichtung, aber halt nicht ganz, weil ich halt mit dem unzufrieden bin. Und ich glaube, dass das schon auch viel mit den eigenen Konzepten zu tun hat, die man halt dann für sich adaptiert. Also das so fällt mir jetzt so gerade ein. Da kommt noch eine neue Frage dazu. Wer ist das Du, der das entschieden hat, in der Inkarnation das und jenes zu machen, nicht? Dann würde ich auch noch was reinwerfen. Ich stelle mir schon lange die Frage. An dem Punkt, also ich habe irgendwann mal begriffen, dass wenn ich Appetit auf Schokolade habe oder ich sag mal letztendlich auf den Stoff Zucker, dass nicht ich, Ramona, letztendlich Hunger habe, sondern mein, wie heißt das so schön charmant, mein Mikrobiom.
bin ich da jetzt wirklich frei? Also ja, ich kann mich dagegen entscheiden und dann Kopfschmerzen haben, weil ich in Entzugserscheinungen sozusagen komme. Aber bin ich dann da wirklich frei, mich zu entscheiden? Also das finde ich, also an der Frage hänge ich schon länger, ohne dass ich wusste, dass du das Thema heute auf den Tisch schmeißt, Anna. Also, weil das finde ich interessant. Also, es bin ja auch irgendwo ich. Es ist ja ein Teil von mir, das Mikrobiom. Aber auf der anderen Seite agiert es ja völlig unabhängig. Und dann kommen ja noch die Außenfaktoren, Marketing oder wenn ich beim Bäcker komme oder irgendwo vorbei, der Duft und habe ich das Geld jetzt, das schöne, teure Stück Kuchen zu bezahlen oder also sind ja noch weitere Randbedingungen. Aber bleiben wir mal nur bei diesem biologischen, weil das bin ja alles ich. Also ich habe einmal, es ist ja mein Gehirn und einmal mein Bauch oder Darm, ja. Also wie trenne ich das? Also das finde ich, also ich habe es noch nicht geschafft. Also da bin ich schon ein paar Jahre dran an dem Thema und noch zu keiner Lösung gekommen. Habt ihr da was zu bieten? Es bleibt ein Mysterium, davon bin ich überzeugt. Gut zusammengefasst, Marie-Rose. Also ich habe da schon eine klare Sicht dazu. Dann hau rein. Die Antwort ist ja und nein. Es gibt Ebenen, da haben wir einen freien Willen und es gibt Ebenen, da haben wir keinen freien Willen. Also ich kann jetzt nicht entscheiden, dass mein Herz stehen bleiben soll. Ich kann auch nicht entscheiden, was mein Mikrobiom gerade für Hunger hat oder nicht Hunger hat. Also ich kann natürlich dem entgegenwirken. Und dann eben, wie du gerade sagst, den Kopfschmerz aushalten zum Beispiel. Also es gibt so eine instinktive Ebene, da habe ich keinen freien Willen. Und dann gibt es ganz die spirituelle Ebene. Wenn man jetzt die Texte liest, da gehe ich in die Hingabe und da habe ich auch keinen freien Willen mehr. Den gebe ich nämlich auf. Aber dazwischen habe ich einen freien Willen und da muss ich ihn auch einsetzen. Also zumindest, wenn ich mich von der instinktiven Ebene in die spirituelle be bewegen möchte, das ist eine Entscheidung, da brauche ich einen freien Willen und da muss ich ihn auch nutzen. Sagt wer? Das weiß ich leider nicht mehr genau, aber ich habe, also das ist für mich total einleuchtend. Es Also ich ist habe ganz. mal beim Bewusstseinstraining haben wir, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, 7 verschiedene Ebenen von Willen unterschieden. Die habe ich jetzt nicht mehr alle parat. Aber ich glaube, die Schwierigkeit besteht einfach zu differenzieren und zu schauen, wo bin ich gerade und bin ich in einem Bereich, wo ich einen freien Willen ausübe oder wo ich mir einbilde, einen auszuüben. Auch diese Freiheit haben wir. Ich kann auch so tun, als hätte ich keinen. Ich kann auch so tun, als hätte ich einen freien Willen, wo ich in Wirklichkeit vielleicht keinen habe. Also das ist ein sehr verwirrendes Spiel, aber. Watzlawick, man kann ich nicht kommunizieren. Ja, also meine Lieblingsgeschichte stammt tatsächlich aus diesem Bewusstseinstraining, die ziemlich extrem war. Das ist nur eine Geschichte, aber angenommen, du stehst auf einem Hochhaus und jemand schubst dich. Du kannst nicht entscheiden, ob du geschubst wirst oder nicht. Du kannst nicht entscheiden, ob du fällst oder nicht. Du kannst nicht entscheiden, ob du unten aufschlägst oder nicht. Aber wenn du Glück hast, kannst du entscheiden, ob du vergibst oder nicht. Schwierig, also gerade die letztere, also ich habe den Eindruck, gerade das Letzte, ob ich wirklich vergeben kann, das ist nicht, liegt nicht in meiner Hand. Also da würde ich mich sogar rausnehmen, dass das eine Gnade ist, wenn ich das vergeben, wenn mir das, wenn ich das kann. Ich würde gern unterscheiden zwischen der Willenskraft, also etwas umzusetzen, das sind Faktoren, die dann auch begrenzt sind. Und dann die Intention sozusagen. Und das klassische Beispiel wird genommen. Du, Ramona, hast schon angesprochen. Ich habe ja auch ein Zuckerthema, eine Suchtthematik. Also wenn hier die Smart, die Schokolade liegt und rechts liegt ein gesunder Salat oder so, wie entscheide ich mich? Also sozusagen, wie, und den kennen wir vom Marshmallow-Test. Also dieses, das ist eine Willensstärke, da Nein sagen zu können. Und die Frage ist, das ist jetzt nicht auf meinem Mist gewachsen, aber habe ich gewählt,
die Person zu werden, die ich heute bin, dass ich von mir aus heute Abend sagen kann, nein, ich esse die Smarties nicht, ich esse das Gesunde und morgen bin ich vielleicht schwach und aus welchem Grund auch immer sozusagen. Also das sind die Fragen, wie die Intention, wie bin ich so geworden, wie ich bin. Und es endet ja, wir sind ja bei der großen Frage auch noch mit Verantwortung fürs eigene Verhalten. Und mich hat es deswegen auch gezogen, weil die GfK, in der GfK wird ganz stark auf Punishment und Belohnung und Bestrafung verzichtet eben, weil niemand also dafür kann, im Sinne von besondere Talente zum Beispiel zu haben. Oder besondere, eben, jetzt gehen wir auf die, wie nennt man das gleich wieder, Restorative Justice, also die wiederherstellende und nicht eben die bestrafende Justiz. Also das ist ein so großes Feld, was da entsteht. Wer hat die Verantwortung fürs eigene Verhalten? Ja, wenn man Human Design wieder nimmt, das sind ja äußerliche Faktoren, die da ja auch sozusagen die Grundstruktur, mit der ich auf die Welt komme, die entscheide ich ja auch wieder nicht. Oder ob du nun Human Design und Astrologie oder sonst was nimmst, ist ja wurscht. Ich frage mich die ganze Zeit, ist Wille haben, freier Wille haben und entscheiden das Gleiche? Also es wird jetzt bei uns gerade so gleichgesetzt, aber ich bin nicht so ganz der Meinung, dass es das Gleiche ist. Nee, ist es nicht. Ja, du hast Ist doch vorhin es nicht? gesagt, du kannst nicht kommunizieren. Also wenn du kannst sozusagen, also indirekt entscheidest du immer, aber direkt kannst du dich scheinbar aus der Entscheidung rausnehmen. Also die findet nicht bewusst statt. Birgitta, wie sieht es aus mit dir? Deine 5 Cent zum Thema. Ja, also die einen, einerseits habe ich schon überlegt, ob man es eben so teilen möchte mit körperlich und seelisch und geistig, was eine Möglichkeit ist. Was mir jetzt gerade eingefallen ist, dass man vielleicht auch einfach teilt oder schaut, wie viel freier Wille ist in einer bestimmten Situation möglich. Und da gibt es Situationen, wo der freie Wille praktisch nicht vorhanden ist. Wenn mich der schon geschubst hat, dann fliege ich da nach unten. Und es gibt Situationen, wo der freie Wille recht groß ist. Und es gibt die Pseudo-Situationen, wenn ich ins Möbelhaus gehe und ich sehe da 100.000 Sofas mit verschiedenen Farben und ich kann nach freiem Willen entscheiden, dann ist das schon fast sehr dekadent. Aber die Situationen, ja, das ist interessant, die Situationen einmal anzusehen, in welcher Situation habe ich wie viel freien Willen und noch dazu und da tragen sehr viel auch die anderen Menschen dazu bei. Erstens tragt meine eigene Entwicklung dazu bei und außerdem die anderen Menschen. Wenn die Gesellschaft funktioniert, habe ich ja viel mehr Freiheiten, irgendwas zu entscheiden, als wenn ich in einer Diktatur lebe und eh schon immer nur schauen muss, dass ich irgendwo noch am Leben bleibe und noch irgendwo ein Stückerle freien Willen finden kann. Und dann ist mir noch eingefallen, das war ein anderer Gedanke, für Sachen, die man nicht weiß. Also bei der Erika ist mir das auch ein bisschen eingefallen, wo dann diese Seele entscheidet, sie geht zu diesen und diesen Eltern und so. Das sind Dinge, die kann ich glauben, also geistige Dinge oder seelische Dinge. Oder ich kann sagen, das weiß ich nicht und ich entscheide mich jetzt für diesen oder diesen Glauben. Und dann das Allerärgste ist eigentlich, dass der Wille, nachdem wir eben nicht mehr in einer Diktatur, einer Kirche oder sowas leben, kann ich mich praktisch für einen Gott entscheiden oder dagegen entscheiden. Das ist derzeit eigentlich sehr frei, oder? Die Gedanken sind gekommen, einstweilen. Ja, der Gedanke Gott, ob man sich dafür entscheiden kann, es fragt sich, was du unter Gott verstehst. Im Moment ist ja der Gott das Geld und da scheinen viele Leute das ja nicht entscheiden zu können, ob sie den wählen oder nicht, sondern einfach. Ich Ja. meinte nicht den Geldgott. Und ich meine auch nicht ich finde die sehr nett, die kleinen Quellgötter und alles. Ich meine jetzt so diesen einen Gott, der irgendwo auf irgendeiner geistigen Ebene uns.
mit uns mit dem wir kommunizieren können oder auch nicht, wenn wir es gar nicht wollen, dann geht. Naja, ich bin ja im Osten groß geworden und habe ja ewig gedacht oder mein halbes Leben gedacht, ich bin nicht religiös. Und irgendwann habe ich kapiert, ich bin in Mitte Europa groß geworden. Natürlich bin ich christlich geprägt. Ich sage auch, oh mein Gott, oder also ich kann gar nicht anders, ob ich nun bewusst sozusagen damit mich auseinandergesetzt habe, bewusst sozusagen, aber unsere Gesellschaft, die ist einfach christlich geprägt. Ich kann mich dem gar nicht letztendlich wirklich entziehen. Aber das habe ich jetzt nicht gemeint. Ich meine, wenn ich jetzt sprachlich sage, oh mein Gott, klar, das ist eine sprachliche Wendung und ja, das, oder diese christliche Ethik, die dann irgendwo da mitschwingt, Genau. ich eher die Entscheidung meint einfach, ja, es gibt diese, zum Beispiel die Theorie, es gibt viele Götter, es gibt gar keinen Gott, es gibt Atheismus und es gibt auch den einen Gott. Und für mich ist das jetzt im Augenblick eine, ist mir halt eingefallen als relativ freie Entscheidung im Augenblick. Ich weiß nicht, ob sie da zustimmt oder ob ich da, oder auch eine Göttin natürlich. Es muss nicht ein Gott männlich sein, eine Göttin. Das war jetzt so ein Gedanke. Aber ich würde auch fast lieber dann auch noch weitergeben gehen. Wie geben wir uns gegenseitig die Möglichkeit, freien Willen zu entwickeln? Das wäre für mich eine interessante Frage. Du hast mir nochmal was aufgeworfen. Du hast gesagt, von den anderen abhängig. Und da fiel mir wieder ein WhatsApp. Ich habe mich mit Händen und Füßen gegen WhatsApp gesträubt und habe Signal installiert. Und da konnte ich, haben meine Finger an meiner Hand ausgereicht. Ja, nachher habe ich die zweite Hand gebraucht. Aber die Masse, ich habe über 500 Kontakte in meinem Handy, war da nicht zu finden. Also mittlerweile, das ist schon Jahre her. Und dann habe ich irgendwann mich sozusagen genötigt gefühlt und mich dann entschieden, es ist ja eine aktive Handlung, die WhatsApp zu installieren, aber ich empfand es nicht als echte freiwilligen Willen, ne? Also, sondern weil der Rest sozusagen, der Gros der Menschheit, mit dem ich sozusagen in Kontakt bin, das gewählt hat. Und heute ist es ja noch viel schlimmer. Also die einen nur Signal, die anderen nur Telegram, die anderen nur, also wo ich dann so denke, und nein, meine SMS lese ich nur einmal im Quartal, wo ich so denke, oh, ich brauche 5 Sekretärinnen. Marie-Rose, du bist relativ. Ach, Anna, okay, erstmal du. Also was mir halt viel grundlegender erscheint, ist, also als diese Begrenzungen, die innerhalb unserer Gesellschaft zum Beispiel tatsächlich als scheinbare Möglichkeiten da sind oder eben auch nicht, sondern vorher schon ich, also mein, du hast es angesprochen als These, als Theorie, die Seele hat irgendwas vorher entschieden, aber es, wo ich auf die Welt komme, als weibliches Wesen in Europa, also an dem und dem Ort, bestimmt doch unglaublich viel darüber, ob ich in Afrika oder wo auch immer auf die Welt komme. Also das ist mal das Erste, das sind die äußeren Bedingungen, die unglaublich viel meines Lebens bestimmen. Und das Zweite sind dann die nächsten konditionierenden Jahre, dieser Download eben der Kultur, das, was ich glaube, wovon ich überzeugt bin, das ist doch kein freier, also das ist doch absolut kein freier Wille bei mir. Also momentan ist eher das Bewusstsein, etwas vom Unbewussten an Glaubenssätzen, an Überzeugungen, an Konditionierung eben, dass das mir bewusst wird, also sprich meine Entwicklung bietet mir eine Chance, dass ich mehr an Möglichkeiten habe, wirklich zu entscheiden. Also sowas wie eine Intention zum Beispiel zu entwickeln, weil es geht tatsächlich bei dieser Frage mehr darum, was ist meine Absicht, also wie komme ich dazu, eine bestimmte Absicht zu haben? Und danach kommt erst die Handlung. Ich habe die Absicht zu Ja. kommunizieren, also muss ich dann die Entscheidung treffen, gehe ich in WhatsApp oder bleibe ich in Signal, lege ich mir Steine in den Weg oder nicht, in der Richtung.
Wir hatten ja einen unheimlich schönen Dienstags- oder Sonntags-Zoom, wo die Annalisa ja im Grunde genommen genau das Thema, was wir jetzt haben, auch in gewisser Weise formuliert haben. Annalisa, wo du gesagt hast, ich bin draufgekommen, dass mein Widerstand gegen meine Mutter mein Leben auch geprägt hat. Das heißt ja, wo war denn da dein freier Wille, wo du jetzt mit 62 oder 60 sagst, ja, das war der Anstoß für uns alle, in der Richtung zu forschen. Und jeder von uns ist auf Punkte gekommen, ja, wo, also das ist für mich ganz verwandt mit dem jetzt eigentlich, was wir auch gesprochen haben. Ja, das stimmt. Also da ist eine Prägung. Also das sehe ich genauso. Das habe ich nicht selbst gewählt sozusagen. Oder vielleicht auf einer ganz anderen Ebene ist es geschehen. Wobei man da auf der Ebene, wo ich entscheide, in welche Familie ich gehe, ist die Frage, ob man über freien Willen reden kann oder nicht. Aber was ich tatsächlich sehe, ist, dass ich halt jetzt entscheiden kann, mache ich mir die Dinge bewusst, arbeite ich daran, löse ich da was, entscheide ich mich, meinem Leben eine andere Wendung zu geben oder sage ich, naja, ist halt so, passt schon. Und diese Entscheidung finde ich, also ist für mich zumindest schon eine Entscheidung aus freiem Willen. Eine ganze Industrie lebt davon, dass wir gesteuert werden übers Unbewusste. Also dass die Unbewusst, unser Körper lässt sich ja nicht unterscheiden zwischen dem relativ jungen Großhirn, unserem Bewusstsein und dem drunterliegenden limbischen System und allen anderen Anteilen, die uns steuern. Und das ist viel, also das ist ja das, was die Hirnforschung nachweist, dass die Dinge unterbewusst schon längst entschieden sind, bevor wir uns dessen bewusst werden. Ja. Und insofern glaube ich, ist es schon auch wieder ein Thema, was mit Bewusstseinsentwicklung zu tun hat. Also hier habe ich mir jetzt oft überlegt und auch mit anderen darüber gesprochen, so in den jungen Jahren die ganze Wahl deiner Freundschaften, dann wen du heiratest mit den Kindern und. Also habe ich so das Gefühl und eben bei anderen auch bis 40, 45 hat sich das alles einfach irgendwie so ergeben und das war so ein Guss und ohne Grund. Darüber zu reflektieren. Und seit gar nicht so langer Zeit habe ich eher das Gefühl, dass ich ein bisschen freien Willen habe, dass die Entscheidungen, die ich jetzt für meine nächsten Lebensstufen treffe, dass die tatsächlich reflektierter und mehr aus mir herauskommen. Auch nicht ganz, aber insofern ist das zu wissen, auch mit dem Unbewussten und dass die Entscheidungen schon lange getroffen sind. Also wenn man da dann so ein bisschen gespürt kriegt, dann kann man, glaube ich, sein eigenes oder dieses Werde, der du bist, oder da kommt man vielleicht eher ein bisschen mehr ran. Also so. Adelheid, was meinst du? Ja, ich habe darüber sinniert, über den Satz, werde, wer du bist. Hey, wer bin ich denn? Ich habe Ja. natürlich eine Ahnung, was ich glaube zu sein, aber wo, wenn man spirituell das sieht, wer bin ich, ne? Ich stimme schon zu, was die Erika gesagt hat. Je bewusster man wird, desto mehr hat man die Möglichkeit, zumindest auszuwählen. Ob das nun ein ganz freier Wille ist, das möchte ich nur auch bezweifeln. Aber man hat mehr Optionen und kann dann bewusst auswählen. Und trotzdem glaube ich, also es gibt ja auch Untersuchungen darüber, dass Leute Autos kaufen, vor allen Dingen Frauen, nicht weil sie das und diese Technik haben, sondern ich habe meins gekauft, weil es rot ist. Ja, also. Das ist auf die Entscheidungen fallen oft auf völlig anderer Ebene und nicht unbedingt auf der rationalen. So. Und wer ist es dann gerade, der das entschieden hat? Irgendein romantischer oder sonst was Anteil?
Ich glaube nicht, dass das eine Sache ist, die wir so richtig lösen können. Ich bin da ja auf Marie-Roses Linie. Das ist, je mehr ich drüber nachdenke und mehr so erlebe, denke ich, das ist ein Mysterium. Ich bin ein Mysterium, du bist ein Mysterium. Es passt zu deinem Salonkreis am Mittwoch, nicht, Marie-Rose? Mysterium, das, wie wir sind, das ist einfach gar nicht zu fassen. Da kannst du wochenlang drüber nachdenken oder jahrelang, aber durchs Nachdenken kriegt man das nicht raus. Das ist mehr so meins. Vielleicht durch Erspüren und dann sich irgendwie drauf verlassen, dass ich in dem Moment, wo es sein muss, mich schon richtig entscheide, ohne jetzt groß drüber nachzudenken. Was ich wertvoll finde, dass wir durch das Sprechen überhaupt sozusagen alle auf einmal jetzt so auf den Tisch werfen. Also irgendwie, glaube ich, ist ja für keinen irgendwas so richtig neu, was hier gesagt wurde, aber dass das so komprimiert ist, das finde ich jetzt sehr wertvoll. Also. Es zeigt die ganze Komplexität drauf und ja, bleiben wir dann trotzdem, was ist wirklich freier Wille. Meine Ausrichtung ist seit langem so, dass ich das ins Leben bringen will, was meine Seele durch mich ins Leben bringen will. Also sozusagen mein kleiner Wille, da gibt es meinen kleinen Willen, und es gibt einen großen Willen und ich unterordne meinen kleinen Willen trotzdem dem großen Willen vom Göttlichen oder von dem, was viel größer ist als ich. Aber ist es auch wieder mein freier Wille, der das entschieden hat, diese Ausrichtung zu haben? Oder hat diese Ausrichtung sich irgendwann aufgedrängt, weil mein Körper, mein Geist sich dazu eignete, so eine Ausrichtung einzunehmen? Und die Ausrichtung ist trotzdem von außen gekommen, also ja. Das sind philosophische Gespräche, wo wir im Alltag trotzdem all diese kleinen Details, wo es lustig ist und interessant, finde ich es, sich damit zu beschäftigen, um in dieses hineinzukommen, diese Verrücktheit des Lebens oder diese Verrücktheit oder eben dieses Mysterium, um irgendwie da reinzuspüren. Also das gefällt mir dann immer wieder, wenn ich da so jetzt in, es sind jetzt so viele Aussagen hier gemacht worden, die so von unterschiedlichen Ebenen und ganz unterschiedlich sind und mal mehr behauptend und mal mehr suchend und mal mehr forschend. Und das führt mich, wenn ich so ganzheitlich da drin bin, damit zuhöre, das alles, dann führt es mich so in so einen witzigen Zustand. Mir fällt jetzt gerade was ein. Und zwar glaube ich, also das glaube ich, dass ich das für mich, also diese Frage im weitesten Sinn so ein bisschen gelöst habe. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es jetzt so erklären kann. Wo ich so krank war, ich war eine lange Zeit in einer ganz schweren Depression erkrankt und war wirklich auch irgendwie total verzweifelt und habe dann irgendwie meinen eigenen Koan in dieser Zeit, und der geht so, und ich weiß nicht, und der hilft mir eigentlich immer noch, und der geht so: Du hast keine Chance, aber nutze sie. Das war dann das, was meinen Zu, also ich weiß jetzt nicht, ob ich es so rüberkriege, was meinen Zustand quasi ausgedrückt hat. Auf der einen Seite genau zu wissen, ich habe über diese Verzweiflung, also ja, das kommt so, aber du musst trotzdem deins tun. Also diese Ambivalenz, und das ist eigentlich, das trägt mich in gewisser Weise, also das trägt mich einfach, weil für mich ist es genauso, wie das für mich, also für mich jetzt. Ich weiß nicht, ob ich es so rüberkriege. Doch, das ist so ein Koan, das ist ja wieder auch ein Mysterium, wo beide Aspekte einfach da sind und gleichwertig und verrückt einfach, ne?
Also für mich stellt sich die Frage, warum beschäftige ich mich damit? Also danke, Erika. Ich meine, ich habe 5 Depressionen hinter mir und ich habe, also jetzt im Zuge dieser letzten 3 Wochen, wo ich diese, und leider auf Englisch, also das ist ja dann auch noch viel mühsamer, weil ich mich halt auf diesen gestürzt habe, auf diesen Biologen, auf diesen Robert Sapolsky. Da kam mir plötzlich während sozusagen dieses Hörens und ein bisschen Mitschreibens dieses, du kommst auf die Welt, du hast es nicht gewählt, also diese, ich habe meine Depressionen, das Trauma und nicht gewählt, meine Eltern. Und dann plötzlich dieses, kam dann plötzlich, mei, was ich alles in meinem Leben bewältigt habe. Also mit diesem, ich habe ja immer wieder trotzdem weitergemacht, ich habe ja nicht aufgegeben. So, dann kam dann plötzlich tatsächlich so diese Dankbarkeit. Also das kenne ich auch so im Sinn, also ich kenn mich beklagen, wie Hiob, also bei wem auch immer. Also das kenne ich total gut. Und jetzt plötzlich ist in diesen Wochen sowas passiert wie, mein Gott, ich habe, was ich alles sozusagen, habe ich Glück gehabt, was alles hätte passieren können. Es gibt ja noch viel Schlimmeres und es ist jetzt plötzlich anders, als wenn es heißt, sei dankbar. Also diese Appelle oder vergleich dich nicht. Da ist irgendwas anderes in mir passiert. Ich weiß nicht, wie lange ich es halten kann. Die Wertschätzung dessen, sozusagen, was da trotzdem entstanden ist, was nicht meine Wahl war. Keine Ahnung. Da kam dann sowas wie Dankbarkeit. Hat es nicht mit dem Satz zu tun, den du zuerst gesagt hast, von dem, sag den doch noch mal ganz kurz, Anna, mit diesem Liebe-dich-Dings. Also da, der Rauruhu ist mit dem Kappi rumgelaufen, da stand immer drauf, no choice. Und genau, damals, das war 2002, habe ich nur Widerstand bei den Menschen um mich herum erfahren. Und jetzt habe ich überlegt, warum sagt er dazu, love yourself? Und da habe ich mir dann nur gedacht, also der hat immer die These gehabt, du sitzt am Rücksitz, sei der Beobachter, genieße die Fahrt. Das war die Grundidee. Du bist nicht der Fahrer. Aber das, was ich jetzt sagen wollte, Anna, ist das hat vielleicht mit dem, dass du dich dann selber tatsächlich, dass sich da diese Selbstliebe gezeigt hat, dass das ist, was dann eingetreten ist. Weil so, also dieser Aspekt. Kann man sich ja generell fragen, was haben die 2 Sätze miteinander zu tun? No choice und dann love yourself als Auftrag. Und da habe ich mir für mich halt gedacht, Moment, ich bin in einer Kultur aufgewachsen, wo man Selbstliebe nicht gelernt hat. Die Konditionierung ist im Gegenteil eher gewesen, sei nicht so egoistisch und die Anpassungsvorschriften sozusagen, dann ist der Auftrag love yourself, finde ich wirklich ein Auftrag. Ich finde das einen schönen, wichtigen Auftrag. Was mir jetzt im Gespräch einfach nebenbei gekommen ist, dieses Beispiel, mein Schwager, der unterrichtet manchmal Computer und dann hat er immer, wenn ich mich ganz schrecklich über irgendwas geärgert hat, was eigentlich funktionieren müsste, ganz leicht und nicht funktioniert hat, hat er immer gesagt, tu dir immer vorstellen, es geht einfach nicht, dann kannst du dich über alles, was dann geht, freuen. Und irgendwie kann man das mit dem freien Willen ein bisschen parallelisieren, wenn man sagt, eigentlich habe ich ja gar keinen freien Willen und dann gibt es doch wieder so eine Entscheidung, oder doch wieder so ein Dreh, da kann ich eigentlich irgendwo, oder das von der Marie Rose, das hat mir also gut gefallen, eben die große Seele, die dann irgendwie weiß, in welche Richtung es geht, obwohl es das Sofa wurscht ist, ob das Sofa braun ist oder blau oder auch nicht wurscht ist. Aber dass die große Seele, die drängt irgendwo hin und das ist frei und nicht frei, aber auf jeden Fall das Computerbeispiel haben wir gedacht, das ist ganz lustig. Ja. Er ist nicht frei und dann gibt es doch immer das, ach, da ist er doch frei und dann ist es schön. Also vielleicht, ich komme ja aus der mathematischen Ecke und
Ich frage mich gerade, wenn wir über freien Willen reden, geht es dann darum, ob wir ihn ständig haben? Also ich würde mal sagen, ich habe vielleicht 3 oder 4 Mal in meinem Leben einen Moment gehabt, wo ich wusste, ich treffe jetzt eine Entscheidung aus freiem Willen. Und für mich heißt es, wenn es einen solchen Moment gibt, habe ich einen freien Willen. Dieser eine Moment genügt, eine Entscheidung zu treffen, die ich auch in dem Moment, wo ich genau spüre, ich könnte sie anders treffen. Und das sind eher solche Entscheidungen wie, nehme ich diesen Auftrag an, love yourself, oder nehme ich ihn nicht an? In dem Moment, glaube ich, habe ich schon einen freien Willen. Und ob ich jetzt von der Werbung beeinflusst bin und die Prägungen und was weiß ich und wie mein Körper tut oder nicht tut, da habe ich vielleicht keinen freien Willen oder vielleicht muss ich da mein Bewusstsein sehr weit entwickeln. Es gibt ja auch solche Meister, die dann eben ihr sympathisches Nervensystem sehr wohl beeinflussen oder sehr stark beeinflussen sogar. Oder auch, ich habe festgestellt, Computer reagieren ganz stark auf Emotionen und das ist, ich kann mich entscheiden, bearbeite ich jetzt meine Emotionen oder schimpfe ich auf den Computer oder sage ich, im Moment bin ich einfach nicht in der Lage und ich entscheide mich, Geduld zu haben. So, das sind die Momente. Sagst du damit aus mathematischer Sicht, wenn ich das einmal erlebt habe, dann ist es der Beweis, dass es das gibt. Ja. Was aber nicht ist, dass ich es immer haben muss, aber es gibt Richtig. es. Genau. Das ist also so ticke ich sozusagen. Wenn es das einmal gibt, dann gibt es das grundsätzlich. Und das heißt nicht, dass ich das toujours in jeder Sekunde lebe. Vielleicht lebe ich das wirklich nur ein paar Mal im ganzen Leben. Aber das ist aus meiner Sicht okay. Und trotzdem habe ich in jedem Moment, hätte ich wieder die Möglichkeit, mich darauf zu besinnen, zu sagen, Moment, irgendwo habe ich einen freien Willen und welche Entscheidung treffe ich denn jetzt im Hinblick auf eine begrenzte Lebensspanne zum Beispiel? Und da denke ich, dafür hast du nicht den freien Willen, das wieder herzuholen, sondern das kommt, der Moment, wo du den hast. Kannst aber nicht wollen. Was sagtest du? Ich glaube, Ramona, du sagtest, man kann nicht wollen wollen. Oder warst du das, Anna? Weiß ich jetzt nicht mehr. Ich glaube Watzlawick, nicht, man kann dich dass nicht man. kommen Weder lassen. noch Schopenhauer hat es gesagt. Ja. Spannend. Aber das mit der Dankbarkeit, das kann ich jetzt auch ganz gut beobachten. Gibt Momente, da wo ich mir sage, jetzt bin ich dankbar. Gut, dann versuche ich das auch wirklich zu fühlen und vielleicht fühle ich es nicht. Und dann kommen Momente, wo ich es einfach bin. Das passt zu dem, was ich jetzt gerade sagen wollte. Da merke ich plötzlich, oh, klasse, ja, oder oh, schön oder so, ne? Aber wenn ich da in der Situation bin, wo ich das entscheiden soll, dass ich jetzt dankbar sein sollte eigentlich oder so, dann bin ich es meistens eher mal nicht. Oder nur rudimentär, sagen wir mal. Marie-Rose, würdest du noch, das wäre jetzt, glaube ich, eine große Hilfe. Du bist, also sehe ich dich als sehr talentiert an, diese verschiedenen Ebenen zu beschreiben, also ein bisschen mehr Ordnung anzubieten. Ich weiß nicht, ob du eine Idee dazu hast. Ja, also ja, ist eine Bitte. Ich weiß es gerade nicht. Ich sehe halt, dass wir eben auf ganz relativer Ebene diskutiert haben und Meinungen ausgetauscht haben und aber auch ins Absolute immer wieder reingegangen sind. Und was das mir macht, ich weiß nicht. Also mir kommt da gerade im Moment nichts. Tut mir leid, Anna. Ja, und ob das mit den Entwicklungsebenen groß zu tun hat, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Also von beige bis kann was damit zu tun haben, aber muss Also ich nicht. sehe vielleicht, dass
auf unteren Ebenen, irgendwann fängt es ja an mit dem freien Leben, mit dem Ich fängt ja auf der roten Ebene so an, auf der Kriegerebene. Ne? Ich will, ich kann, ich will. Da ist das erste Mal, dass wirklich da gemeint wird, geglaubt bin, ich kann was wollen. Ne? Und dann kommt er auf der blauen Ebene, nee, es ist Gott, der will und ich muss mich dem Willen Gottes unterordnen, gell? Und dann kommt die orangene Ebene und sagt, nee, wir können das beweisen. Wir wollen mal alles schön studieren und observieren und dann können wir beweisen, was los ist, ne? Und die sind dann überzeugt, dass sie, da ist wirklich der freie Wille, wird da richtig groß geschrieben, ne? Und da ist man wirklich überzeugt, dass ich mir mein Leben so arrangieren kann und wie ich es will, ne? Das ist ja, jeder kann also vom Tellerwäscher zum Millionär, ne? Und jeder ist seines Glückes Schmied. Das heißt ja wirklich, ich glaube an den freien Willen, dass ich das kann. Und dann bei Grün geht es dann ein bisschen, geht es dann mehr in die Innerlichkeit. Da wird vieles, da fängt es an zu relativiert zu werden, die Sache, ne? Und da, wenn man dann ins Innere geht, in die Gefühle, in das Spüren, dann gibt es auf einmal keine so klare Wahrheit mehr und in dem Moment auch kein so klarer Satz, ich kann wollen. Den gibt es dann nicht mehr so. Dann gibt's, ja, dann fängt das auch an, sich zu relativieren. Und das haben wir jetzt ja auch ganz viel gemacht, ne? Von der Situation her, von der Kultur her, von der biologischen Prägung her, alles, was damit dazu, von der Seele her, was damit dazu beitragen kann. Dass ich meine, vom Bewusstsein her, ne? Und das Integrale fängt dann an, das alles halt tatsächlich dann zu ordnen und gleichzeitig die Relativität zu sehen und gleichzeitig eben auch in Kontakt zu sein mit dem Absoluten. Diese beiden extreme Polaritäten dann zu transzendieren. Und vielleicht den Türkisen dann tatsächlich vom Bewusstsein her, vom Zustand her, vom Bewusstseinszustand her, in beiden gleichzeitig zu sein. Ich habe einen freien Willen, ich habe keinen freien Willen. Okay, ich fließe mit dem Leben mit dem, was von innen her kommt und mit dem, was von außen her kommt. Ist vielleicht die Richtung, in die es da geht bei den Ebenen. Ich denke, von dem, was du jetzt so als letztes beschrieben hast, das ist eigentlich das, was wir heute gemacht haben, nicht? Ja. Sehr schön. Also was wir jetzt gar nicht angesprochen haben, waren das Thema der Verantwortlichkeiten, also Straftaten oder halt Dinge, weil das ist das Normalste, was die Leute sagen, ja, wenn wir keinen freien Willen mehr haben. Also wenn sozusagen bis hin, es wird dieses berühmte Beispiel genommen, Gehirntumor, irgendein Mensch wird plötzlich zum wie nennt man die Leute, die die Kinder missbrauchen, also die Männer, wie auch immer. Und dann stellt sich raus, der hat einen Hirntumor genau an der Stelle und die ist operiert. Und nachdem es herausoperiert war, war dieses Verhalten auch weg. Also sozusagen auf der total biologistischen Ebene ist dann die Frage, wie ist denn die Verantwortlichkeit? Ist jemand für sein Verhalten verantwortlich, wenn eben diese Biologie ihn sozusagen freispricht? Es ist nicht seins. Brauchen wir eine Justiz, die eben bestraft oder also wie gehen wir damit um? Und die andere Ebene ist eben die dann, wir haben eigentlich gar kein getrenntes Ich. Also das sind sozusagen die beiden Pole. Ich glaube, verantwortlich kannst du ja nur sein, soweit du die Situation durchblickst oder soweit du irgendwo, wenn ich jetzt von dem Gehirntumor total gesteuert bin, dann ist die Verantwortlichkeit am ehesten nur bei dem Doktor, der den herausoperiert nachher. Aber das ist ja eine Frage, wie weit blicke ich überhaupt innerlich? Für was kann ich Verantwortung übernehmen und für was nicht? Das wechselt ja sehr. Erstens wechselt es sehr stark im Leben. Die Kinder übernehmen ganz anders die Verantwortung als die Erwachsenen. Und wenn man schon. Das ist schon, die Verantwortung ist schon, kommen wir vorher, starke Bewusstseinsfrage. Ja, und
wie Anna, es gibt solche Beispiele, auch andere Beispiele. Und das einerseits, weil es gibt die Beispiele, wenn in der linken Hirnhälfte, da wird ein Mensch aggressiv. Das ist mir durch mehrere, auch durch Menschen, die im Koma waren und hier eben das leer war nachher, die sind zum Teil nachher aggressiv, was sie vorher nie waren. Und oder es gibt auch das Beispiel von jemandem, der links auf der linken Seite einen Kopfschuss hatte und der auch nachher dann aggressiv war und vorher ein Mensch, der das vorher nicht war. Ne? Aber die Frage, die für uns dann wichtig ist in der Gesellschaft, wir müssen trotzdem Leute schützen. Ja, ja. So, auch wenn der nicht für seine Aggressivität kann und letztendlich kann er vielleicht tatsächlich nicht dafür. Aber wie geht die Gesellschaft damit um? Und da muss Schutz geleistet werden, damit dann nicht zu viel Unheil passiert. Ciao, Brigitta, Josephine, Enrika. Ja, ich denke, das ist noch einmal ein Thema, das Verantwortung könnte das Thema für nächstes Mal sein. Wie weit bin ich verantwortlich für das, was ich tue? Wo bin ich nicht verantwortlich? Wovon hängt das ab? Aber ich denke, für heute haben wir eigentlich ganz schön was zusammengetragen. Für den freien Willen. Und wir können jetzt, haben jetzt den freien Willen zu entscheiden, ob wir noch einen Checkout machen oder nicht. Ich würde sagen, wir machen noch kurz eins, oder? Reicht ja auch nur ein halber Satz. Hat sich was geklärt oder sind nur mehr Fragen aufgekommen? Zum Beispiel. Für mich ist beides. Ich gebe beide an die Erika. Genau. Ich habe mir jetzt die letzten 2 Minuten überlegt, also rein biografisch bei mir, wann hatte ich denn am ehesten so dieses Gefühl, einen freien Willen zu haben? Und da ist mir das eingefallen, dieses, was ich vielleicht in 2, 3, 4 Situationen meines Lebens kenne, dieses lutherische, hier stehe ich und ich kann nicht anders. Also dass es manchmal Situationen gibt, wo vielleicht alles dagegen spricht oder so, aber wo du einfach sagst, ja, ich weiß, aber so, das muss ich jetzt tun. Und da habe, also das eins war da, wo ich dann den Entschluss getroffen habe, quasi nach Indien zu gehen, ja, einfach, wo das niemand verstanden hat und weder mein Mann noch irgendjemand, aber wo ich, das war, wo ich gesagt habe, ne, ich muss, also so. Und da gibt es vielleicht 2 oder 3 andere ähnliche Situationen, mehr eigentlich nicht. Aber da war ich, glaube ich, also in meiner Wahrnehmung vom Körper und von all mir, da habe ich dann, würde ich jetzt sagen, da war ich ziemlich nah an meinem Willen dran. Ob ich es mir einbilde, weiß ich nicht. Aber rein vom Gefühl, das ist, kennen wir wahrscheinlich alle oder so eine Situation, wo es einfach nicht anders geht. Mir gefällt der Satz, hier stehe ich gerade und kann nicht anders. Aber ob ich das dann freien Willen nenne, ich glaube, da braucht sich ein ganz anderes Wort, ein Wort, das es noch nicht gibt dafür. Und bin ich vielleicht wieder beim Mysterium. Danke für alles heute. Ja, für mich sind es auch immer die Paradoxien oder Mysterien. Klar, also der Satz, ich kann nicht anders, klingt wie eben keinen freien Willen zu haben und trotzdem fühlt er sich so an und das ist das Spannende. Also ich fand's bereichernd, sagen wir mal so. Meine Sichtweise hat sich nicht verändert. Danke für eure Bereitschaft, sozusagen, dass ihr euch mit beschäftigt mit dem Thema und auch, dass ich höre, also diese Breite. Ja, die Bereitschaft berührt mich am allermeisten und dass es nicht übers Recht haben geht, sondern eben über diese, dabei zu belassen, dass es nicht zu lösen ist, sondern, aber es bleibt offen. Also ich kann es noch nicht loslassen. Ich merke, ich möchte mich noch weiter damit beschäftigen. Danke.
Ich fand es faszinierend, die ganzen Facetten, die sich da aufgetan haben. Dass es da, glaube ich, auch gar nicht so eine Lösung, also es erscheint mir aktuell zumindest nach unserer Diskussion so, als ob es dann nicht nur eine Lösung gibt, sondern für die verschiedenen Kontexte vielleicht eben auch mehrere Lösungen. Also muss man mal sehen. Ja, also ich finde, wir haben das heute zwar mein Bild vervollständigt, aber mitnichten sozusagen gelöst, diese Fragen. Die nächste Frage ist, kann man sie lösen? Muss man sie lösen? Oder ist das ja auch ein Koan sozusagen letztendlich die Frage? Ja, das ist schön. Das ist ein Atman-Projekt, dass man das lösen möchte, würde ich sagen, in Wilber zu sprechen. Ja, ich danke euch. Macht's gut. Bis dann. Letzte Freitag im Monat. Ciao, ciao. Ich finde eine Erinnerungsmail, wenn es dann nicht zu viel Mühe macht, kostbar. Ich vergesse es auch. Ja. Schreibt's in den Kalender, den letzten Mo Freitag im Monat, den werdet ihr rauskriegen. Okay. Also, Ciao, ciao. es ist sehr kritisch, weil ich muss arbeiten am Donnerstag, aber in den südlichen Bundesländern ist Fronleichnam. Das ist wieder so ein Brückenwochenende zum Reisen und so. Und letztens war Ostern. Also, das ist. Ja, ich bin so selten dabei, weil für mich ist der vierte Freitag im Wir Monat. sind offline. Ich glaube, die Organisation sollten wir außerhalb der Recording besprechen. Ich mache das dann mal. Oder ja, ich sage tschüss, weil ich finde es gerade nicht. Ciao, ciao.